Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Mass Effect in der Legendary Edition. Wir sind immer noch am Gate-Basen zerkloppen. Es ist die letzte, Wir haben es also bald geschafft und machen uns jetzt noch einmal auf zu den Trümmern. Da vorne ist noch ein Fragezeichen. Und dann ab zur letzten Gate-Basis, dann haben wir das auch erstmal geschafft. Dann gibt es noch ein paar Missionen, also wir werden erstmal wieder alle Nebenmissionen machen. Ihr kennt das ja. Hubala. Bevor wir uns dann weitermachen on the Main Mission. Man muss tatsächlich sagen, die Main Mission in Mass Effect ist gar nicht so lang. Ja, also tatsächlich, das wird im zweiten Teil deutlich anders. Dieser massive Schädel trägt deutlich Anzeichen von Beschuss durch Massenbeschleunigerwaffen. Über die Xenobiologie-Datei in ihrem Kampfanzugscomputer kann diese Spezies nicht identifiziert werden. Sie muss von einer unbekannten Welt hierher gebracht worden sein. Aha. Warum bringt man das weg? Wahrscheinlich, weil es irgendeine illegale Waffe ist, die man nicht benutzen darf. Und dann schmeißt man einfach die Überreste dieses illegalen Waffengebrauchs irgendwo auf den Planeten, damit man bloß die Spur nicht zurückverfolgen kann. Ja. So. Wo sind denn hier diese Ressourcen? Sind das die Ressourcen? Die ist da? Okay. Hugo Momol, abgestürzte Sonde. Schließen wir das Ding mal kurz. Zack, there we go. Sledgehammer. Mir wurde in den Kommentaren noch mitgeteilt, welche Rüstung wohl die geilste ist. Ich habe es geliked und gelacht und leider den Namen vergessen. Kriegen wir hin, ne? So, geht Außenposten der Letzte. Let's go. Ich muss gestehen, ich bin froh, wenn wir das jetzt gleich hinter uns haben. So, es war jetzt nicht kacke oder so, es macht schon Spaß. Aber war jetzt auch nicht das Aufregendste, ne? Dü-dü-dü. Die Röhre. Danach geht's wieder weiter mit der Suche nach der Röhre. Bei der... Jetzt war auch in Kommentaren nochmal ein Thema, wie es Ding auf Englisch heißt, habt ihr auch wieder vergessen. Auf Englisch klingt es auf jeden Fall deutlich cooler. Ich meinte auch nur, die Röhre, die klingt halt, es klingt halt wirklich so, als würde jemand seinen alten Röhrenfernseher für seinen N64 suchen. Er hat irgendwie im Keller das N64 wieder gefunden und dachte, Alter, ich hätte mal Bock, wieder N64 zu spielen. Schließt dann das N64 an seinem Flat-Screen-Superfernseher an 80 Zoll oder so. Sieht dann, dass das Bild einfach kompletter Kacke ist, weil es einfach nur aussieht wie Kotze. Und hat sich dann überlegt, weißt du was, ich brauche... die Röhre und geht dann auf den Dachboden, um zu gucken, ob da noch der alte Röhrenfernseher von damals steht, weißt du? Zack. Wir haben ja dieses Jahr wieder den Ocarina of Time Stream durchgezogen und nächstes Jahr geht's wieder los. Und ich habe mir ja vorgenommen, dass wir die Originalversion dann diesmal spielen von Ocarina of Time. Und ich glaube, ich will es noch etwas weiter an die Spitze treiben. Wir spielen die Originalversion auf der Originalkonsole. Da muss ich jetzt nur noch rausfinden, wie man das Bild ein bisschen optimiert. Da gibt es wohl Adapter und sowas, womit man N64 auf HDMI konvertieren kann, damit das nicht ganz so Grütze aussieht. Wenn sich da irgendjemand mit auskennt und bewandert ist, vielleicht zufällig, weil ist ja einer dabei hier am Start, der noch so alte Konsolen spielt. Haut mir mal gerne in die Kommentare. Ich habe schon ein bisschen gegoogelt. Es gibt halt so viele Ansätze, wie man es machen kann. Es gibt auch modifizierte N64. So weit würde ich nicht gehen wollen, weil ich habe hier zwei Original N64s rumstehen. Ich möchte da jetzt ungern irgendwie noch was einbauen und reinlöten oder so ein Scheiß. Also es darf ruhig original bleiben. Aber für die Wii U zum Beispiel habe ich mal so einen Upscaler gekauft für 30 Euro. Das Ding war gar nicht so kacke. Also der hat halt das Bildformat dann auf 1080p hochskaliert. Das wurde schon ein bisschen klarer. Hat jetzt auch keine Wunder vollbracht, ne? Aber man hat es schon gemerkt, ne? Sowas in der Art wäre nice. Unterwegs zur Position. Damit das erträglich wird. Aber dann spielen wir schön auf Original. Ich habe das nämlich, ich muss ja echt zu meiner Schande gestehen, ich habe Ocarina of Time noch nie auf der Originalkonsole durchgespielt. Noch nie. Ich hatte das zwar damals, aber ich habe damals als kleiner Stöpsel einfach zu viel Schiss gehabt. Habe ich mal eingeschissen bei dem Game. War mir zu gruselig. Und erst später habe ich es dann mal geschafft und dann hat da diese Tradition angefangen. Aber das ist seitdem immer hier GameCube-Emulation oder auf dem PC emuliert oder was auch immer. Aber ich habe es nie auf Originalkonsole gespielt. Das ist ja irgendwie... geht ja eigentlich nicht, wenn man ehrlich ist, ne? Deswegen dachte ich, wäre das doch mal eine coole Idee. Und man muss ja auch ein bisschen von den jährlichen Ocarina of Time Streams mal ein bisschen Abwechslung reinbringen, ne? Da kann man sich auch mal so Challenges auferlegen oder... ein bisschen variieren, ein bisschen Varianz reinbringen. Okidoki, wir arbeiten uns den Hügel hoch. Ja, da guckst du dumm, ne? Habt ihr gesehen, wie blöd das Ding geguckt hat? Richtig geil. Das ist kacke, dass man nicht über Kuppen schießen kann, ne? Ist auch in der Fahrschule gelernt. Immer mit Gefahren rechnen, still
liegenden Fahrzeugen, langsam fahrenden Fahrzeugen, Gegenverkehr, der meine Spur schneidet oder halt einen Rocket Launcher, der nach der Kuppe auf dich schießt. Das ist alles möglich im Straßenverkehr. Was ist ein vorbildlicher Fahrer? Genau, der schießt nicht zurück. Ja? Ich rechne immer mit den Projektilen der anderen, schieße aber selber niemals zurück und beharre nie darauf, mein eigenes Waffenrecht durchzusetzen. Ja? Das ist ein vorbildlicher Fahrer. Ruhiger Fahrer. So. Jetzt fängt er an zu blockieren. Ehre. Ihr seid ja wohl echt Experten, Mann. Oh, scheiße, Bruder. Oh, Raketen, Leute. Raketen-Dudes. Oh, Mann, das Ding fährt wieder wie ein Mülleimer. Scheißegal. Einfach stehen bleiben. Und möglichst schnell die Dudes ausschalten. Und da klötern wir gleich runter. Ja, war klar. Weil die Steuerung Abfall ist. Ja, ich weiß, ich kann sie umstellen. Leute, bitte. Ich weiß es doch. Aber wir haben gesagt, wir ziehen es durch. Komm. Außerdem ist es lustig. Sorgt für lustige Momente. Ist da gerade so ein Panzer gelandet? Ja, geil. Moin, wie geht's dir? Geht, Koloss. Ja, bleib mal da stehen. Schieß mal ruhig nicht. Oh, doch. Seltsam. Ich hätte gedacht, dass einer dieser Außenposten die Hauptoperationsbasis für diese Invasion ist. Augenblick. Wir empfangen eine Art Übertragung. Angesichts der Signalstärke würde ich sagen, dass sie aus diesem Sternencluster kommt. Das muss eine Nachricht von der primären Gate-Basis sein. Wir können ihre Position mit Hilfe des Signals lokalisieren und sie dann ausschalten. Alles klar. Ist das jetzt noch hier? Nee, ne? Ne, okay, dann können wir jetzt wieder zurück zur Normandie. Rein in die Karre und zurück zur Normandie. Ja, also wir sind immer noch nicht durch mit den Gates. Nein, nein. Wir müssen doch die Main-Basis finden und da nochmal richtig Rambazamba drin machen, ne? Ist ja kein Problem, ne? Ist ja kein Problem. Muss ich da jetzt nochmal an die Map für rangehen? Ich guck mal, ob da was passiert oder nicht. Man weiß es ja nie so genau. Ne? Gut. Dann zurück ins Schiff. Und einmal im Journal geschaut. Ein Wettlauf gegen die Zeit und wir hier schön entspannt, ne? So, eroberte Basis. Ne? Geht Bunker vernichten. Finden und vernichten Sie die Hauptbasis der Geht im Grissom-System des Armstrong-Nebel-Clusters. Grissom-System Armstrong-Nebel-Cluster. Grissom-System Armstrong-Nebel-Cluster. Grissom-System Armstrong-Nebel-Cluster. Wo ist das Grissom-System? Das ist neu, oder was? Das ist neu. Ja, dann auf. Ab ins Grissom-System. Eben noch mal ein paar Gates zerknülzen. Das scheint jetzt aber neu zu sein. Ja, guck mal hier. An Solchrom und so kann ich mich nicht erinnern. Das ist es wohl schon. Geil. Notanbahn. Okay, geht weiter. Ich fahre mal hier noch mal diese Dinger ab. Ihr kennt das ja schon. Wenn euch schlecht wird, bitte die Kotztüte bereithalten. Da drehen wir uns wie die Bekloppten. Bänder. Ein Medaillon gefunden. Und dann haben wir noch Sahirux. Leichtmetallvorkommen entdeckt. Nice. Also jetzt ernsthaft, wofür ist der Kram? Also bringt das am Ende irgendwie bei einem Endboss-Fight oder so noch irgendwas? Oder was ist da los? Warnung, Hitzegefahr der Stufe 1. Alles klar, also nicht draußen aufhalten, sonst schmelzen wir schneller als uns lieb ist. Das wollen wir ja nicht. So, dann Menteo. Dann nehmen wir jetzt mal wieder mit die zwei Boys, würde ich sagen. Squad annehmen. Bei den Geht brauchen wir einfach nur noch krasse Feuergewalt. Tja, und habt ihr euch schon gefreut, dass wir durch sind mit der Geht-Kiste rein, ne? Okay, was haben wir hier? Das ist die Gate-Basis wahrscheinlich. Da steht jetzt leider gar nichts. Weiß ich auch nicht. Da jetzt. Nö. Trümmer. Anomalie. Wahrscheinlich die Gate-Basis. Alles klar. Ja, dann auf erstmal zur Anomalie. Die ist irgendwie den Hügel rauf. So, Vorsicht ist die Mutter der Porze Blaufuchskiste, ne? Hey, du Witzka.
Sehr schön blau da, ne? Auch daran gedacht, dass halt dieser Planet ist und so. Das ist schon von der Detail, von der Detailliebe her schon cool. Dass wir sind ja auf dem Mond, dieses blauen Riesen, und da ist er auch. Und hüllt das Ding hier auch in so eine leichte blaue Optik. Das ist schon cool. I like. So muss ich da drum rumfahren. Hat den Anschein. Die Frage ist, wie rum am besten? Nein, es ist oben drauf. Alles klar, wir müssen da irgendwie drauf fahren. Mal schauen, wie wir da am besten hochkommen. Wahrscheinlich quetschen wir uns hier so seitlich hoch. Ja. Eieiei, so. Da ist das Objekt der Begierde. Eine Asari-Kapsel. Artefakt bergen. Dankeschön. Material. Ach, ich kann das nicht lesen, Leute. Ich bin einfach so immer. Gehirn ist zu blöd, dieses Wort auszusprechen. Matriarchenschriften. Matriarchenschriften. Matriarchinschriften. Ich nenne sie nur noch Matri in Zukunft. Okay, wir haben ein paar Matri gefunden. Nice Sache. Dürfte ich bitte wieder ins Auto? Danke. So, nach den Matri kommt jetzt hier noch ein bisschen Schwimmer. Dreh dich mal bitte, genau. Ja, und dann... Ja! Woo! Oh! Ach, du Scheiße. Gönn dir, ganz entspannt hier. Los, los, los. Immer munter, immer weiter. Da ist es. Es ist mal wieder eine Raumkapsel. Ich hoffe, wir können sie... Ja. Wir sind clever genug. Oh, oh. Alles nehmen. Sehr schön. So, jetzt aber mit großen Schritten auf zur Gehtbasis. Oh, ist die weit weg. Alter, Kacke. Okay, los geht's. Ich bin hochmotiviert. Ich fahre so gerne über die Planeten. Also, es macht schon Spaß. So ist es nicht. Ich finde auch vor allen Dingen, das Gefühl kommt halt gut rüber, ne? Das... Einige regen sich halt auf, dass hier nichts los ist, aber natürlich ist hier nichts los. Es ist ein scheiß Planet mit einem Nichts, beziehungsweise einem Mond. Was soll denn hier los sein? Hier ist gar nichts los. Deswegen, das Gefühl kommt da gut rum. Auch, dass halt keine Musik in der Regel läuft und du wirklich nur den Planet hast, dein Marco und die Leere des Nichts, ja? Perfekt. Also das Gefühl kommt schon gut rum und ich kann auch verstehen, warum sie es so machen. Ich bleibe aber dabei, dass es spielerisch jetzt nicht das Spannendste ist, ja? Es ist zwar schon ein bisschen lustig, sich Wege auszudenken, durch diese doch teils sehr unwegsamen Felsformationen und Strukturen und so. Aber das wird irgendwann halt auch langweilig, ne? Das hast du dann 3-4 Mal gemacht und dann, okay, alles klar, ist cool, aber nu bitte dann doch wieder mehr diese Gespräche, weil Mass Effect lebt halt von den Gesprächen. Und für alle, die bis hierhin durchgehalten haben und sich noch den zweiten Teil freuen, wie gesagt, ich möchte es euch nochmal versichern, der zweite Teil wird so krass anders, also einfach von der Story-Dichte, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Aber ich habe halt den ersten so lange nicht mehr gespielt und ich habe ihn so in Erinnerung wirkte er spannender. Aber wenn man mal ehrlich ist und einfach mal nur die Story jetzt, die Story ist ja spannend, aber wenn man diesmal verdichtet auf das, was passiert, ne, dann ist das nicht gar nicht so viel Story. Das ist ja nur eine Handvoll Main-Missions und der Rest ist hier so Filler-Gedönse, ne? Wirklich wie jetzt hier, ne? Dass du da jetzt halt rumeierst von Planet zu Planet, Alter, zwei so eine Teile am Start hier, das ist ja schon krass. Wo geht er denn hin? Ich kann mal so ein bisschen links, rechts. Okay, den ersten habe ich weg. Erster Koloss ist vernichtet. Könnt ihr mal aufhören, hier auf mich zu schießen, ihr Dudes? Ich komme um den zweiten Koloss. Ja, auf jeden Fall der zweite Teil. Alleine die Story-Dichte, die Dialoge.
die Menge an Story, was allein das Charakter-Involvement, wie sie die Charaktere entwickeln, das Charakter-Zusammenspiel untereinander, da passiert nur so viel Gutes und so viele geile Geschichten werden erzählt. Deswegen, ich bin so vorfreudig auf den zweiten Teil. So, okay. Eben gerade noch das Level up durchziehen, aber ich will ja nicht, will den ersten nicht schlecht machen. Ich mag die ganze Reihe. Von Anfang bis Ende ist die für mich ein großes Kunstwerk. Ja. Aber es ist halt der erste und du merkst ihm halt auch an, dass es der erste ist. Man sollte das doch nicht verschweigen, dass der erste halt nicht jetzt der krasseste ist. Ja, das ist nun mal so. So, ich sag mal ein bisschen hier. Ein bisschen die Heilung mal. Ein bisschen mehr Leben. So. Passt schon. Okidoki und warte. Vergessen die anderen Squad-Mitglieder anzuklicken, damit die auch noch leveln. So. Du geh das auf in die nächste Base. Seid ihr bereit für ein bisschen Geth-Action? Ist hier schon sehr viel rot. Jo, wirst du gleich mal mit dem Raketenwerfer begrüßt. So gut ist das. Leute, der Trick ist, euch nicht vom Raketenwerfer zu lassen. Ah, bitte. Nein, scheiße. M ist... Was ist denn Medigel, Mann? Ich hab das wieder vergessen. Ist es V? Ja. Das ist das Problem, wenn man halt nicht ein Spiel durchweg spielt, sondern hin und her springt. Dann passt das manchmal... So, der ist hinüber. Wie sieht's bei euch denn aus? Ich push euch mal, du push mal dein Schild und du pusht auch mal dein Schild. Schön Schildpunkt drauf. So, und dann geht das doch schon, Leute. Da oben ist noch ein Raketenwerfer am Start, Alter. Haben die Schilde verloren. Ja, weil die Idioten... Ah, während der letzte geht, fällt, erklingt Musik von der anderen Seite des Raums. Auf dem Bildschirm sieht man einen Quarianer vor einer ergriffenen Menge, der ein Trauerlied über verlorene Welten und Unschuld vorträgt. Das aufgezeichnete Lied wird in die Geth-Welten jenseits des Persus-Nebels übertragen. Die Transmitter deaktivieren sich. Okay. What the fuck? Das war die letzte Geth-Basis. Da oben ragdollt noch einer rum und sein Schatten ragdollt mit. Ja, gut, war ein bisschen eklig, weil halt du öffnest die Tür. Ich sag mal auch so, hier ist ja so viel Zeug, um sich dann dahinter zu verstecken. Aber jetzt mal ernsthaft, wenn wir jetzt mal ernsthaft so mal ganz ehrlich sind, strategiemäßig so. Also, du öffnest halt die Tür, sofort ballern zwei Leute mit Raketenwerfern auf dich und der Rest rennt wie bekloppt auf dich zu. Also, wer geht denn da jetzt in welcher Form strategisch vor und wie, Alter? Ich finde da meine Methode, okay, Entdeckung und wegmachen. Sie haben einige verschlüsselte Geth-Dateien entdeckt. Auf diesem Gebiet geschulte Experten könnten daraus viel über die Entwicklung der Geth seit ihrem Kampf gegen die Quarianer lernen. Daten herunterladen, ja, sehr gut. Mittelschwere Dechiffrierung. Zack und alles nehmen, danke. Garrus, siehst gut aus. Rex, siehst auch gut aus. Die Rüstung hätte ich mir was Dunkleres eher jetzt für dich genommen. Ich finde, helle Rüstung stehen die jetzt nicht so, aber das passt. Wunderbar, eben hier nochmal um die Kurve rum. Jetzt mal hart abhecheln. So, hier oben noch was zum Looten? Nee. Nur dann. Dann sind wir durch. Dann sind wir durch und haben es dann jetzt dann doch endlich geschafft. War nochmal 20 Minuten, war? Verrückt. So viel geht, Basen, ey. Verrückt. Da wird einem ja der Kopf ganz heiß, ne? So. Verlassen wir das Gebäude. Gehen in den Marco. Und ab zurück auf die Normandie. So, das dürfte es gewesen sein. Schauen wir mal im Journal nach. Tali und die Geth. Mit Tali sprechen. Sprechen Sie mit Tali, sobald Sie wieder an Bord der Normandie sind. Alles klar. Okay. Ja, Han, ist ja gut. Ist ja gut, du musst entspannt bleiben. Meine Lieben, wir werden also erst im nächsten Part mit der guten Tali sprechen. Der Han meint, es ist mal wieder Zeit für eine Pause und er hat ja recht.
Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch wie immer sehr gerne und liebevoll fürs Zusehen. Hoffe, das war ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst meine Däumlein da, Kommentare und Feedback wie immer gern unter Video posten. Denkt doch an den YouTube-Algorithmus. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin euch, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.